Hallo, hier ist wieder Gloria. Hi, hi. Heute möchte ich mit euch gerne Übung für Nacken- und Schulterbereich machen, liegend auf dem Boden, mit Hilfe von einem Redondo-Ball, der so eine Pflaume ist, die eigentlich schon fast platt ist. Also, wie ihr sehen könnt, da ist nicht viel Platz. Also Redondo-Ball mit wenig Luft ist Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese Übung zusammen machen können. Also, ich lege mich schon mal hin. So, zuerst einmal bitte ich euch, wirklich bequem zu liegen, den Kopf auch schwer auf dem Ball ablegen zu können. Ihr seht, meine Beine habe ich aufgestellt. Meine Arme liegen entspannt am Boden. Viele von euch oder die einen oder anderen von euch kennen ja das royale Nicken aus dem Unterricht, das ich so gerne mache. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Nasenspitze so einen Zentimeter unter den Zeigefinger geht und wieder zurück. Diese Bewegung, ganz klein und fein, macht ihr gerne ein paar Mal hintereinander. Und lasst dabei mehr und mehr von der Nackenmuskulatur, besonders im hochzervikalen Bereich, also in dem Bereich, der Halswirbelsäule Kopfnähe hat. Da gebt ihr nach. Keine Angst vor Doppelkinn, das ist jetzt hier völlig wurscht, sondern es ist nur wichtig, hinten diese Nackenmuskulatur ein bisschen zu strecken. Okay, dann finde ich mich wieder ein und habe wieder die mittlere Position, komme ein bisschen zur Ruhe, atme ein paar Mal tief durch, dann kann ich die Bewegung noch mal ganz langsam machen. Und noch mal ganz langsam. Ausatmen, einatmen, wenn ich zurückgehe, ausatmen. Ihr könnt es mit dem Atemrhythmus auch umdrehen, dass ihr zum Beispiel hier einatmet durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Okay, von hier aus dann zur Seite gedreht. Geht erstmal noch nicht so weit, nur so ein kleines bisschen. Auch hier bewegt sich ja das Innere des Kopfes in seiner Suppe sozusagen, also in der Kraniosakralflüssigkeit, schön hin und her. Lasst auch die Sinnesorgane entsprechend mitgehen, die Augen, die Ohren, kleinen Gleichgewichtswürfelchen in den Ohren, habt eine Wahrnehmung dafür und dann dreht die Bewegung mal so weit, wie es euch möglich ist. Bleibt da einen Augenblick liegen, entspannt euch, lasst los. Wenn ihr zurückkommt, wo setze ich an? Wo, von wo aus muss ich sogar arbeiten, um meinen Körper, meinen Kopf wieder zurückzudrehen, dann zur anderen Seite, so weit wie es geht. Das macht ihr bitte auch ein paar Mal hintereinander. Rüber, entspannen. Rüber, entspannen. Rüber, entspannen. Und in der Mitte wieder einfinden. Sehr schön macht ihr das, ganz toll. Okay. Gut, jetzt haben wir seitliche Bewegung, hoch und runter. Jetzt machen wir nochmal so ein kleines bisschen, dass wir den Kopf neigen seitlich. Das heißt, ich bringe mein Ohr zur Schulter. Das sind keine großen Bewegungen, ganz klein, ganz mini. Ein bisschen nur, so dass es nicht reißt an meinen Haaren, sondern ich da mich doch auch mit wohlfühlen kann. Okay, dann, ihr Lieben, nochmal gut positionieren. Und jetzt machen wir Kreise. Und diese Kreise können größtmöglich sein, so wie ich das jetzt gerade mache, und sich dann etwas verkleinern, weniger werden, bis sie nur noch ganz winzig sind. Nehmt wahr, was passiert. Versucht loszulassen. Versucht nicht großartig eure Muskeln anzustrengen, sondern wirklich das Gewicht des Kopfes auf den Ball zu nutzen. Und jetzt gehe ich in die andere Richtung und werde langsam größer. Diesmal habe ich klein angefangen und werde groß.
Okay, sehr, sehr, sehr schön, sehr gut. Okay, zum Abschluss bewege ich mich noch mal so ein bisschen so, wie es mir gerade gut gefällt. Merke auch, was mein Körper braucht, was mein Nacken braucht. Ich kann schön nachgeben. Ich darf auch mal liegen bleiben in einer Position. Entspann mich zum Schluss noch mal. Lass auch mein Kinn los, meine Zunge. Versuche locker in der Muskulatur im Gesicht zu sein. Auch die Augen dürfen in ihren Höhlen ruhen und da hineinfallen. Die Stirn entspannt sich, die Augenbrauen entspannen sich. Der Scheitelpunkt ist offen und weich. Meine Schultern sind gemütlich am Boden. Mein Bauchnabel ruht und fällt Richtung Schwerkraft zum Boden. Okay. Dann nehme ich zwei, drei tiefe Atemzüge, roll über eine Seite hoch und sage Tschüss, viel Spaß dabei, ciao.